Folge 8. So, wie gesagt, bis zum 10er geht's noch. Danach wird's witzig. Chillt mal euer Leben. Immer dieser Technikkram. Beruhigen Sie sich. So, warte mal, die Hauptmission, die klappe ich mal ein. Ah, Fruppe als Waldrand. Okay, das soll ich mal gucken. Gefährten. Okay. War ich da jetzt dabei weiter? Nee, pass auf. Edan. So viel drin halt. Die zweite, der Setzer Eldur, Sorgen, Uron, Alva. Okay. Pass mal auf, wir sind ja hier gerade sowieso. Dann werde ich den jetzt mal der Karte markieren. Der ist hier. Dann laufen wir da jetzt einmal hin. Der Typ war schon immer ein verdammter Hurensohn. Warum verschwendest du einen Gedanken daran? Der Typ war Es schon lohnt immer sich ein nicht, verdammter Charaktere von Hurensohn. Gedanken zu verschwenden. Alter, diese random Gespräche. Ey, Bertram? Ach, warte mal, das ist doch. Angrim hat es auf deinen Kopf abgesehen. Das ist nicht gut. Er verurteilt jemanden zum Tode, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber ich werde ihm zuvorkommen. Hilf mir herauszukommen. Ich brauche sicheres Geleit, um aus Edan zu verschwinden. Wie kann ich dir helfen? Geh zu Rika, Ragnars Frau. Wenn einer halbwegs vernünftig ist, dann sie. Warum sollte sie dir helfen? Weil sie unnötiges Blutvergießen gerne vermeidet. Und jetzt beeil dich, mir ist schon ganz unwohl. Dann Ich nehmen wir packe erst derweil die. alles Nötige, um schnell aufbrechen zu können. Dann nehmen wir erst die eben. Okay. So, da komme ich ja leider nicht so instant hoch. Oh, aber warte mal. Ich kann mich, was viel schneller ist, importieren. Easy. Oh. Lauter? Was lauter? Ich bin jetzt, Entschuldigung, ich bin gerade irritiert. Liebe Leute auf YouTube, falls ihr es noch nicht wisst, das hier ist ein Live-Let's Play. Das bedeutet, ich bin in Wahrheit jetzt auf Twitch und streame das hier gerade. Und einige Leute schreiben jetzt halt auch schon in den Chat. Das heißt, ich habe dann halt auch für mich dann den Vorteil, dass ich immer mal so ein bisschen nachgucken kann und wenn irgendwas mit der Einstellung vielleicht nicht hinhaut. Aber wenn du das auch machen willst, also ich streame locker fünfmal die Woche dieses Spiel abends ab 18 Uhr auf meinem Twitch-Kanal. Der Link ist unten auch in der Videobeschreibung. Und dann kannst du gerne mitentscheiden, was wir hier tun. Live! Rund den Farbe! Rund Mond! Und so. Bertram braucht deine Hilfe. Bertram! Bertram, wer soll das sein? Ein Kleriker, der sich als Berserker verkleidet hat. Was hat er sich dabei gedacht? Weiß er denn nicht, dass das seinen sicheren Tod bedeutet? Und warum sollte ich ausgerechnet dir bei dieser Sache helfen? Die Sache mit den Waffen ist noch nicht vergessen. Oh. Willst du für seinen Tod verantwortlich sein? Das ist natürlich auch nicht in meinem Sinn. Vor kurzem ist eine Karawane losgezogen, um einen Setzling in das unbekannte Land zu tragen. Ich werde dafür sorgen, dass er einem Trupp Nachzügler zugeteilt wird, die bald aufbrechen. Warte hier einen Augenblick. Okay, dann warte hier einen Augenblick. So. Ich habe alles in die Wege geleitet. Die Männer sind unterwegs. Danke. Schon gut. Ich habe einfach ein zu weiches Herz. Geh jetzt besser. Pass auf dich auf. Abgebrochen, nicht willkommen. Abgebrochen, falsche Lehren. Okay. Würde ich aber gerne mal wissen. Ist denn der Bert. Ja. Mal gucken, ob wir zu dem Bertram jetzt denn noch hinkommen. Ob der hier noch irgendwo rumhockt. Technik. Ja, chill dein Leben. Warte mal, wo war der denn? War der nicht hier irgendwo? Ah. Nee, wenn der nicht hier war. Oh, warte, aber da ist eine Pflanze zum Looten, sehe ich gerade. Ach, eventuell hier. Mal gucken. Nee, okay, aber wenn er nicht hier ist, dann ist er quasi noch ein weiter unten.
Ach, was ist das denn hier? Ach, das ist ja auch cool. Oh, warte mal, nee, ich wollte eher in diese Richtung, wenn überhaupt. Danke. Jetpack! Jetpack Power auf Doom! Jetpack schockt die Scheiße fett! Danke, meins. I like big booties. And I cannot lie. Beep, beep, beep. War der Vogel jetzt nicht hier irgendwo? Oder warte mal. Und wo ist diese Heilerin? Die Heilerin kann mir doch auch mal wieder ein bisschen Stuff geben. Ist sie nicht hier irgendwo? Hallo? Die gibt mir nämlich immer mal gerne ein bisschen Krams. Die hier drin? Wo ist die denn hin, die Frau? Oh. Interessant. Hat mich vielleicht... Die Hälfte von dem, was du da erzählst. Nee, mich hat keiner gesehen. Scheiße, wo war der Bertram denn jetzt? Der hier vielleicht? Oh, Kacke. Ich weiß nicht mehr, wo der ist. Akon. Dein Marker, ja, ja, ja. Kann ich hier nicht suchen irgendwie? Kacke. Lass mich mal gucken, aber ich habe doch hier dann bestimmt... ohne Technik. Lass mich gucken. Was sagt er hier denn? Ach, Ragnar könnte mir noch bessere Rüstung geben, oder was? Ja, okay. Ah, okay. Reinhold und William. Ja, ah, okay. Dann scheint das hier die Haupttypen zu sein. Ja, komm, weg. Oh, Rachefeldzug, Kontakt. Takt? Nee. Ja, Kacke. Der auch weg. Okay, dann haben wir tatsächlich was für die... Nee, es gibt immer was im Nachschub für die Setzer. Nee, nee. Okay. Planstreit, die zweite Wache, das ist das. Aber eine neue Quest bekommen. Ja. Dann bleibt mir da jetzt Tatsache so nichts anderes übrig. Wo bin ich? Ich bin hier. Gut, dann will ich jetzt erstmal dahin laufen. Alles klar. Kacke. Der hat gehofft, dass ich bei dem anderen noch irgendwie was bekomme. Oder von dem anderen noch irgendwie was bekomme. Scheibenkleister. Storms? Du verkaufst doch gewisse Dinge. Ah, ein kleiner Handel gefällig? Ich suche etwas ganz Spezielles. Wenn die Kasse stimmt, kann ich dir sicher helfen. Das wollte ich hören. Also, ich will eine Laserwaffe haben. Diese Dinger, die die Kleriker haben. Oh. Ich hatte vor kurzem selbst eine, aber du kennst ja Harkon. Naja, besorg mir einfach 3 Stück, okay? Sag mal, spinnst du? Hau bloß ab! Aber du hast doch... Brauchst du erst einen Arschtritt? Du hetzt mir noch Angrims Männer auf den Hals. Verzieh dich! Daneben nicht, du Feigling. Mach's gut. Schlechte Laune? Ach, hör bloß auf. Manche Leute haben ganz klar ihre Aufgabe verfehlt.
Jemand müsste diesen verbohrten Typen mal Verstand einhämmern. Ja, mal sehen. Seine Splitter nicht, aber im Vorfeld behaupten, sie könnten alles beschaffen. Erzähl mir die ganze Geschichte. Nee, lass mal. Ich muss eh weiter. Mir ist da gerade eine Idee gekommen. Nichts für ungut. Bis später. Ich habe gerade keine Zeit. Nee, okay, hier nicht. Ja, Ende. Ich kann mir vorstellen, dass der Typ da gleich irgendwelche Kacke baut. Du bist doch der Kerl, der über die Technik wacht. Das bin ich. Und wenn mich nicht alles täuscht, gehörst du den Jägern an. Genau. Mal sehen, was wir mitbekommen. Du hast also draußen etwas gefunden, was du jetzt bei mir abgeben möchtest. Verstehe. Nein, im Gegenteil. Mir kam eine richtig gute Idee. Du hast doch sicher diese Energiewaffen. Wenn wir unsere Äxte dagegen austauschen, dann... Ah ja. Ich sehe schon, worauf du hinaus willst. Aber hier ist nicht der richtige Ort, das zu besprechen. Na? Triff mich in ein paar Stunden in der Taverne. Endlich jemand mit Vernunft. Bis nachher. Die Zeche geht auf mich. Heute ist mein Tag. Weißt du, da musst du dich durch die halbe Stadt quatschen und endlich schenkt man dir Gehör. Und was genau wolltest du? Das wirst du schon bald merken. Endlich können wir unsere Äxte an den Nagel hängen. Wurde auch Zeit, dass wir uns aus diesen Rüstungen schälen. Nicht mehr lange und wir machen den Alps Feuer unterm Hintern. Ich trink mir darauf jetzt ein paar Krüge. Hier, gönn dir auch ein oder zwei. Wir reden später weiter. Okay, der hat mir einfach... Eine neue Zeit bricht. Der hat mir einfach Knete gegeben, alles klar, geil. Hey, was hast du da? Wovon redest du? Dein Arm beherbergt Technik. Woher hast du die? Gibt es ein Problem? Ja, ein Problem, das ich gerne vermeiden möchte. Ich habe den Vorsitz über die Werker und bin Mitglied des Eisenclans. Du hast Dreck im Gesicht. Als solches sage ich dir, dass wir fremde Technik nicht dulden. Und was erwartest du jetzt von mir? Naja, ist wohl fest mit deinem Arm verbunden. Abschlagen möchte ich ihn natürlich auch nicht. Aber gut, ich wollte dir nur vermitteln, dass Technik wieder dem Gesetz ist. Über dein Gerät will ich nun für den Anfang hinwegsehen. Angrim sagte mir, hier soll eine Elex-Waffe liegen. Richtig. Was willst du damit? Er will, dass ich sie ihm bringe. Ah, ich verstehe. Und wo genau ist sie? In meiner Hütte. Das wird er dir sicher auch gesagt haben. Kann sein. Du hast jetzt deine Informationen. Ich muss mich wieder anderen Dingen widmen. Erzähl mir mehr über die Werker. Nun, unsere Gemeinschaft hat zwar der Technik abgeschworen, dennoch geht es nicht ganz ohne sie. So benötigen wir zum Beispiel das Elex, das in technischen Apparaturen steckt. Dieses extrahieren wir und der unbrauchbare Rest wird in den Schlund geworfen. Der Schlund? Ja. Was dort lagert, soll in Vergessenheit geraten. Das Metall, das dort landet, kann nicht einmal mehr für unsere Klingen genutzt werden. Aber wenn du mehr über Elex wissen willst, geh in den oberen Ring. Bei den Heilern findet sich sicher jemand, der dir mehr darüber sagen kann. Ihr braucht also Maschinenteile. Richtig. Denn natürliches Elex ist seltener in Edan als anderswo. Da du dich frei bewegen darfst, hätte ich sogar eine Aufgabe für dich. Okay. Ich höre. Dir ist sicher schon dieses Monstrum aus Metall am Horizont aufgefallen. Du redest vom Konverter? Ja. Die Alps mussten ihn aufgeben. Ich brauche dort einen Mann, der sich nach entsprechenden Stücken umsieht, aus denen wir Elex gewinnen können. Natürlich ist die Aufgabe nicht ganz ungefährlich. Selbst wenn die Alps dort den Kampf gegen uns verloren haben, ist die Gegend mit Vorsicht zu genießen. Kennst du dich überhaupt mit Alptechnologie aus?
Mich interessiert Ihre Technologie nicht. Mich interessiert einzig und allein das Elex, das in ihr enthalten ist. Denn ohne Elex gibt es kein Mana. Aber wir brauchen das Mana für unsere Weltenherzen. Das ist der einzige Grund, warum wir überhaupt etwas von den Alps anrühren. Was ist mit dem Elex, das in Elexit enthalten ist? Du meinst, warum wir es nicht daraus extrahieren? Exakt. Nun, die Elex-Konzentration ist zu gering, als dass der Aufwand den Ertrag rechtfertigen würde. Und mir ist kein Verfahren bekannt, wie wir an den Rohstoff gelangen könnten, ohne uns daran die Zähne auszubeißen. Also nutzen wir es wie alle anderen als Zahlungsmittel. Ich hab nicht genug ein Handwerk. Macht Sinn. Nicht wahr? Auch wir können uns davor nicht verschließen. Was man sich nicht erkämpfen kann, kann man sich vielleicht erkaufen. Ich sehe mich beim Konverter nach Maschinenteilen um. Gut. Kehre nicht mit leeren Händen zurück. Es steht zu viel auf dem Spiel, als dass wir das Ja. Okay. Das ist seine Hütte und hier irgendwo ist das Gewehr da. Du wagst es hier zu stehlen? Ich... Genug. Unser Gesetz ist in diesem Fall eindeutig. Er hat doch gesagt, ich soll! Du hast mir doch selbst gesagt, wo ich die Waffe finde. Das habe ich. Aber ich habe kein Wort darüber verloren, dass du sie auch nehmen sollst. Und wenn schon, Angrin gab mir den Auftrag und den führe ich aus. Ja? Er gab dir auch noch etwas anderes mit auf den Weg. Ich verstehe nicht. Das wirst du bald. Folge mir. Hoffen wir für dich, dass er Milde walten lässt. What? Du vergreifst dich also an unserem Eigentum. Niemandem ist es gestattet, vom Schlund Technik zu entwenden. Insbesondere, wenn es sich um eine Elex-Waffe handelt. Was? Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Du hast mir den Auftrag dazu erteilt. Und ich habe dich mit unserem Gesetz vertraut gemacht. Technik ist verboten. Und hat einzig und allein beim Schlund... Ich hab's mir gedacht. Du wirst in Zukunft deine Taten besser hinterfragen, bevor du blindlings handelst. Höre nun mein Urteil. Du wirst dich in den verbotenen Wald begeben und dort nach Rogar Ausschau halten. Ich habe schon lange nichts mehr von ihm gehört und befürchte das Schlimmste. Denk aber daran, ich glaube an eine zweite Chance, nicht an eine dritte. Und Jora, kehre zurück an den Schlund. Ich brauche dich nicht mehr. Verstanden. Alter! Wo genau soll ich nach Rogar suchen? Südwestlich von hier findest du das verbotene Tal. Dort wirst du früher oder später auch auf ein paar Hütten stoßen. Sieh dich im näheren Umland um. Ich hoffe, du wirst fündig. Du Kollege, Alter! Wir sprechen uns noch. Wegen des Klerikers. Die Predigten des Klerikers haben ein Ende gefunden. Warum sehe ich keine Leiche? Er hat Goliath verlassen. Meine Anweisungen waren deutlich. Er sollte gerichtet werden. Sein Tod wäre eine Abschreckung für andere gewesen. Aber so viel Weitsicht war von dir wohl nicht zu erwarten. Geh jetzt. Alter, fuck you. Du elender Spacken, ey. Verdammte Technik. Ha! Gibt's nicht. Das kann nicht sein, echt nicht. So, ich porte mich dahin, dann halte ich mich mal, dann gehe ich mal wieder zu dem Spacken zurück, ey. Alter Finne. Was für ein Haufen Pimmelköppe. Entschuldigung, echt. Einen Moment. Was denn? Oh. Ach, nur eine Kleinigkeit. Wenn mich nicht alles täuscht, bist du jetzt einer von Ragnars Laufburschen. Oh, was gehen denn die Frames wieder runter? Wenn du mit den Nebelkrähen stellen willst, wirst du mir etwas aus der Taverne bringen. Kann ja nicht sein, dass ich der einzige Kerl hier bin, der hart arbeitet. Hier rumstehen ist harte Arbeit, ja?
Nur weil wir gut gesichert sind, heißt das nicht, dass wir nicht wachsam sein müssen. Und ich lasse unseren Schutzwall nicht unbewacht. Merkt ihr einfach, dass ich hier die Wache bin und du ein Niemand. Also machst du besser das, was ich dir auftrage. Hol dir dein Zeug selbst. Hör mal, Junge, du quatschst dich durch die Stadt und hast keine Zeit für einen Gefallen? Muss ich mich wiederholen? Du denkst wohl, nur weil du neu hier bist, kannst du dir erlauben, was du willst. Da täuschst du dich aber. Also pass besser auf, mit wem du es dir hier verscherzt. Der Eisenclan wird davon erfahren. Oh! Also wie gesagt, na, für die lieben Leute, die sich jetzt wundern, warum ich hier gerade so anti irgendwie bin. Der Chat hat in der ersten oder zweiten Folge, glaube ich, schon halt entschieden, dass wir ein bisschen böse sein sollen. Den bösen Burschen zu Boden werfen! Und so. Dementsprechend ist das ein Ding, was... Hä? Ach, hier ist mein Markergewehr. Ah, so, alles klar. Yay! Haha! Für Unbefugte ist der Zutritt zum... Wissen wir... Kennst du einen Wachkollegen namens Alva? Wenn du glaubst, du kannst dich an mir vorbeiquatschen, dann hast du dich getäuscht. Eldur sucht nach ihm. Ach, daher weht der Wind. Nein, keine Ahnung, wo er ist. Das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe, ist schon einige Tage her. Wir haben ordentlich einen gesoffen. Ich kann mich an nicht mehr viel erinnern. Der hatte echt merkwürdig harten Stoff dabei. Am nächsten Tag bin ich unterhalb der Balkone von Ragnars Festung aufgewacht. Keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Ich weiß nur, dass ich ziemliche Scheiße gebaut haben muss. Meine Frau war tierisch sauer auf mich am nächsten Tag. Okay. Vielleicht sollte ich den Ort mal aufsuchen. Mach das. Technik! Pfah. Dann porte ich mich da halt mal hin. Erstmal verfolgen wir jetzt diese eine blöde Quest hier. Alter, was für ein Spacken der Typ da war! Ganz im Ernst! Wo war denn jetzt der Scheiß? Was ist das? Nee, das war von Gefährten. Oder? Nee, Kacke, welche Quest war das denn jetzt? War mit dem, der halt gesoffen hat. Und den sollten wir finden. Aber ich weiß gar nicht mehr, wofür. Aber Indizienbeweis, hat er ja gesagt. Oder wichtiger Hinweis erhalten. Das war's vielleicht. Item, schimmeliges Brot. Alte Gesprächsaufnahme. Was sagen Sie da? Sie haben richtig verstanden. Ihr Antrag wurde abgelehnt. Sie sind ungeeignet. Ja. Wissen Sie eigentlich, was hier los ist? Sie haben all das Blut an Ihren Händen kleben. Wir sehen uns in der Hölle wieder. Also in der Hölle! Super, ey. Andi müsste hier nochmal dieses Tagebuch einer Verbannten nochmal ansehen. Überleben weitergeht, fällt schon was ein. Geht, das merke ich mir. Bestimmt. Kroni, ja, eine halbdefekte Blechdose. Mann! Wo war das denn jetzt mit dem... der blöden... Da, aha. Okay. Markierung anzeigen. Da unten will er mich haben, also... hierhin teleportieren. Laufen, laufen, laufen. Ach ja, dieser eine Typ. Den muss ich mir nochmal auf meine Liste schreiben. Aber ich weiß gerade gar... Scheiße, wie heißt der nochmal? Ich muss nochmal nachdenken, wie der heißt. Oh, was hier? Oh, hallo.
Du hast hier nichts verloren. Ja, lauf, verschwinde. Lauf. Du gehst besser. Mach das ja nicht nochmal. Hä? Entschuldigung, ich wollte hier nur einmal hin und gucken. Ist das jetzt hier oder noch eine Etage tiefer? Boah, Trockenfleisch. Geil, gib ihn. Oh. Okay, was ist hier? Oh nein. Ich habe Alva gefunden. Zerknöter Zettel, Erfahrung, Elex. Hihi. Schön. Also gab zumindest mal wieder kurz. XP. Klopapier. Noch ein Spielzeug-Dino. Tut mir ja leid, aber ich hätte eigentlich ganz gerne deine Rüstung. Tatsächlich, sieht ein bisschen cool aus. Okay, wo will er mich jetzt hinhaben? Hä? Macht er da gar nichts zu? Zweite Wache. Achso, ich soll ja noch den Zettel lesen. Bestimmt, ja. Unterhalb des Schlundes. Heute Abend bei Einbruch der Dunkelheit. 200 Elixit mitbringen. Nicht vergessen, das Stim vorher zu testen. Nicht nochmal von Dick verarschen lassen. Okay. Unterhalb des Schlundes. Okay. Was sagt mir denn jetzt die Quest, wo ich hin soll? Ist es wieder Eldur? Ich glaube ja, ne? Dann einmal hier hin portieren. Dankeschön. Das kann ja auch sein. Das ist langsam... Oh, es ist mittags anscheinend. Das ist langsam ein bisschen später, wenn deswegen die Frames nochmal wieder runterdroppen. Mich aber ein bisschen wundert. Na, du Vogel. Kackbob, ey. Nein, lass mich hier durch. Ach so, ja klar. Das ist auch der... der Weg, der am wenigsten jetzt irgendwie... Ja. Ich habe das kaum gesehen, aber kein Bock. Hier sind die Weltenherzen. Eldur. Ich habe Alva gefunden. Ich hoffe, du hast ihm ordentlich den Neue Kopf Stufe! Gewaschen. Nicht direkt. Er ist tot. Wie bitte was? Du solltest ihn herbringen, nicht umbringen. Das musste ich nicht, das hat er schon selbst erledigt. Er scheint Stim-abhängig gewesen zu sein. Na, großartig. Haben wir jetzt schon einen Stim-Handel hier in Goliath? Wer weiß, wo Alva das Zeug her hatte? Ist doch egal. Ich werde jetzt erstmal mit Cormac reden müssen. Ich erinnere mich, dass du auf einer Belohnung bestanden hast. Hier hast du etwas Elixit. Werde glücklich damit. Ich habe gehört, du machst Ärger. Wovon redest du? Mir ist zu Ohren gekommen, dass du Ärger mit dem Eisenclan hast. Ärger mit dem? Das ist ja wohl die größte Untertreibung seit dem Untergang der alten Welt. Ich und meine Jungs bekommen bei Ora nichts mehr zu trinken. Und warum? Weil wir zum Hammerclan gehören. Wie soll ich mich denn nach der Arbeit entspannen, wenn wir hier nichts mehr zu trinken bekommen? Wer sind deine Jungs? Naja, die meisten anderen vom Hammerclan eben. Wieso willst du das wissen? Cormac schickt mich. Ich soll der Streiterei ein Ende machen. Na dann viel Glück mit dem Holzkopf Oran. An uns liegt es nicht. Du findest Oran weiter oben in der Taverne. Da wollen wir sowieso in die Taverne. Wenn du schaffst, ihn umzustimmen, dann sag mir Bescheid. Ich könnte mal wieder einen ordentlichen Schluck vertragen. Was ist? Was ist? Okay. Sehr nice. Es nimmt so langsam Gestalt... Oh, das kann ich looten. Gestalt an... Jetzt muss ich nur noch mal diese verkackte Taverne finden, wo auch immer die gerade war. Ist ja nicht so, als wäre diese Stadt hier klein. Es muss hier irgendwo sein. Ja, da ist sie. Dann speichern wir noch mal unterwegs. Bin ja mal gespannt. So. Pünktlich wie immer. Und?
Was erzählt man sich so auf den Feldern? Sucht Jura noch immer jemanden, der für ihn zu diesem Konverter geht? Ja, was passiert, wenn aber man sich ich bezweifle, dass er jemand findet, der die Eier dafür hat. Mir war so, als hätte ich vor der Stadt einen Outlaw gesehen. Du bist schon der Zweite, der mir das erzählt. Weißt du, ob sich schon jemand darum gekümmert hat? Wir hören mal zu. Nein, und ich kümmere mich nur darum, dass die Humpen voll sind. Nichts weiter? Ansonsten gibt es nichts Neues mehr zu berichten. Muss auch nicht schlecht sein. Nö, stimmt. Wer ist das denn da? Ich bin echt froh. Kenn ich doch. Das riecht nur Ärger. Und ich doch nicht. Ich wünschte, sie würden einfach mal daran erinnern. Das habe ich schon einmal gehört. Eine neue Zeit bricht an, mein Freund. Verlass dich drauf. Die Alps haben bekommen, was sie verdienen. Verrückt. Der Hammer-Clan schickt mich. Na, großartig. Was willst du? Du wirst den Hammer-Clan ab heute wieder bewirten. Interessante Geschichte. Erklärst du mir auch noch, warum ich das tun sollte? Scheiße. Ich könnte noch zurückgehen. Ich könnte ihn noch bezahlen, aber für 500 Splitter... Persönlichkeit 3 habe ich auch noch nicht. Ich habe eigentlich was anderes gegen ihn in der Hand. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Das Kämpfen überlasse ich den anderen. Ich bin mit der Harke besser als mit dem Schwert. So einen Stuss gehört. Wenn die Werker so weiter ackern, na, wo ist das? Wird Goliath bald eine Festung sein. So eine Scheiße. Ständig nasse Füße. Der einzige Vorteil ist, dass ich sie nicht waschen muss. Nee, nicht das. Vier Häuser, kurzer Brief. Er hätte das nicht tun dürfen. Ich bin echt froh, dass ich deinen Job nicht machen muss. Ja, Orans Schuldenbuch. Das weiß ich doch. Und jetzt würde ich mit ihm eigentlich sprechen. Ich hätte gehofft und gedacht, dass ich ihn damit erpressen kann. Quasi so wegen, Alter, ich weiß, was hier los ist. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich würde jetzt gerne auch quasi einmal kurz, auch wenn gleich die Frames hart droppen. Einmal schlafen legen. Na? Ja, sofort droppen die Frames runter. Ha! Oder? Na, noch geht's, noch hält es sich in Grenzen. Er ist noch hier. Dann muss ich wohl bis zum Abend, weil die wollten sich doch heute Abend hier treffen. Er und dieser andere Sack. Leg mich nochmal eben hin. Dann eben bis Mitternacht. Ich hoffe, das ist nicht zu spät. Selbst dann habe ich vorher gespeichert. Hallo. Darf ich mal vorbei? Ich behalte dich im Auge. Darfst du. Komm rein, ich möchte da gerne raus. Hat dich jemand eingeladen? Du standest im Weg, ich wollte raus. Okay, er ist noch da. Ich glaube, der andere wird dann auch bald kommen. Ich kann mir das vorstellen. Und die jetzt geht's mit den Frames? Was zum Teufel war hier vorhin los, ey? Das kann doch nicht angehen, Mann! Eine neue Zeit. Ich habe gerade keine Zeit für dich. Der. Nee, was Neues hat er auch noch nicht für mich. Hätte ich gehofft. Soll ich jetzt echt hier doof warten, oder was? Der kommt ja jetzt quasi irgendwann. Der andere Typ. Frag mich jetzt halt nur wann.
Mann. Nicht im Ernst! What the heck? Der pisst dahin! Alter, kannst du auch mal ein Stück pinkeln oder was? Wie geil! Alter, sag mal, hast du 10 Liter in dir drin oder was? Gib mir was zu trinken. Was willst du? Steht hier jetzt irgendwo Kochen mit Pipi? Das Thema hatten wir gestern, glaube ich, oder? Komm, du bist fertig, du darfst! Gibt's doch nicht. Becker, Stonson, wer ist er? Der Krieger. Da kannst du hier immer wieder reinkommen, Typ. Alter, hör auf zu pinkeln! Geben. Danke. Oh, Alter, kannst du mal anfangen zu arbeiten, oder was? Nein, da gehst du nicht hin. Nein, stopp, halt, nein, du musst... Ich will doch nur meine Quests klären. Bitte, ich will nur meine Quests machen. Typ, komm schon. Was soll das? Danke. Der Hammer... Es kann nicht angehen, oder? So kann das wirklich nicht enden. Nee. Ich genauso. Lass mal Pause machen. Nur am Saufen. Denkst du? Wir müssen einfach etwas dagegen machen. Wo ist der Jora jetzt, ey? Meine Fresse. Sei lieber still. Hallo, Jungs. Erstmal Pause machen. Ich will das einfach nicht glauben. Ich habe es ihr schon so oft gesagt. Hör nicht auf diesen albernen Kack. Wie gut, es sieht aber echt cool aus, so, wenn ich mir das mal angucke. Hier nicht mehr Musik oder so? Ist hier nicht mal einer, der hier irgendwie sagt? Er ist unfreundlich. Du kannst auch mal Tschüss sagen, weißt du? Kollege? Erstmal Pause machen. Ich glaube, ich möchte hier nicht mehr sitzen. Ich glaube, ich suche mir einen neuen Platz. Ja, alles gut. Ich gehe hier weg. Ich will da nicht mehr sitzen. Erstmal was essen. Ja. Alter, sind das kaputte Leute hier, echt. Aber das ist doch ein schönes Bild, oder nicht? Das ist doch hübsch so. Was für ein Typ, ey. Ja, und was ist jetzt mit diesem blöden Jora-Typen? Spiel mit deinem Tech-Zeug woanders rum. Wo ist der Schlund nochmal? Ich glaube hier. Hier ist, glaube ich, der Schlund, oder? Alrik, Oran. Ich bin mal weg, Leute. Hier ist der Schlund. Das heißt, hier ist der Typ auch. Irgendwo hier vorne auf der Ecke. Wenn ich habe gehört, er wurde bestohlen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. What the heck, ey? Wo ist der denn jetzt? Da ist er. Oder ist er doch? Oder nicht? Nee, Werker? Jora? Nachtwache? Der pennt?
Tja! Okay. Super. Jora, warum gehst denn du pennen? Du sollst zu dem anderen Typen hin. Ihr wollt doch irgendwas versucht. Kriegt er das mit? Ich würde den gerne ausrauben. Bohnen, liebe Z. Läuft das Ding? Irgendwie kapiere ich das noch nicht so ganz. Was ich. Gar nichts passiert. Was willst du? Warum? Du denkst also, dann so. Natürlich findest du es auch sonst über. Laber nicht so viel, ich finde dich scheiße. Warte mal, den Jora schreibe ich auch schon mal rein, den müssen wir wissen. Jora. Berserker. Lehrer ist er ja, glaube ich, nicht. Das könnt ihr auch schneller haben. Spart euch die Transformation. Unglaublich. Wie einfältig muss man sein, überhaupt daran zu denken? Weißt du nicht, was Elex aus einem macht? Es macht dich stark. Ja. Aber zu welchem Preis? Wer sich zu lange dem Elex aussetzt, verliert alle Emotionen und denkt und handelt wie eine Maschine. Darum morden die Alps kaltblütig und geben nichts auf die Menschheit. Also, machen wir das einzig Richtige. Wir wandeln das Elex um. Du bist trotzdem ein Arsch. Und ziehen ein Leben vor, das frei von seinem Einfluss ist. Also ist eure Art zu leben als Schutz vor dem Elex zu verstehen. Jetzt hast du es verstanden. Ist das nicht? Ich würde mich gerne ein bisschen ducken. Ach, okay, ich kann auch im normalen. Das merke ich jetzt erst, dass ich eben normalen Schritt gehen kann. Na, F5. Läuft das Ding? Keiner gesehen. Ich das nicht so ganz. Vorsicht, die Leute hier mögen keinen technischen Kram. Schon gut. Also fassen wir mal zusammen. Chet war hier und wollte sich den Berserkern anschließen. Richtig? Richtig. Aber er hat wie immer auf dicke Hose gemacht. Auch richtig. Tja. Und dann hat er volles Fund aufs Maul bekommen und wurde aus der Stadt geschmissen. Exakt. Und wo sollen wir ihn jetzt suchen? In der Wüste. Wenn die Berserker ihn nicht nehmen wollten, denkt er vielleicht, er kommt bei den Outlaws unter. Zahlen wir den Wirt und hauen ab. Hallo? Du hast da oben eigentlich ein Date, Kollege. Ich weiß nicht, was mit dir los ist. Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Der hat eigentlich da oben jetzt ein Date mit dem einen Typen. Ich weiß nicht, warum der da nicht hingeht. Oh, falsches Haus. Wer treibt sich denn hier? Entschuldigung. War keine Absicht. Oh. Mann, dass der hier immer so hin und her hüpft, ey. Ich fasse es nicht. Das riecht nach Ärger. Wir müssen einfach etwas dagegen machen. Eine neue Zeit bricht an, mein Freund. Der Typ hier, der hockt halt die ganze Zeit da. Ich verstehe es nicht so recht. Egal, komm, was soll's. Dann gucken wir jetzt einfach nach der nächsten Quest. Ich meine, was soll's? Was soll's? Junge, eingesammelt? Ach ja, dieses eine komische Audio-Lock hier, naja. War da hier auch noch irgendwas? Laufende Quests. Hausverbot. Okay. Ach ja, 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 das war das. Lass mal weiter gucken, was wir hier noch. Bogen zurück. Ab besser. Okay. Finde die Audio-Logs der Bohnen. Okay. Na denn? Ist aber immer besser weiterhin, okay? Gucken, was haben wir denn noch hier? Kann ich die markieren und dann. Ja, Oran oder Cormac.
Cormac wäre auch noch möglich. Oder halt Eldur. Weißt du was? Ich glaube, ich sammle noch einmal mit Cormac. Lass mal gucken. Mal gucken. Yay! Oh, ich liebe dieses Jetpack. Jetpack! Oh yeah, Jetpack! Fuck off, geiler Mega-Jetpack! Hi, wo ist er hin? Hey, komm mal. Was willst du? Ich weiß, warum Eldur verärgert ist. Ich bin ganz Ohr. Der Tavernenwirt Oran bewirtet niemanden vom Hammer-Clan mehr. Daher weht also der Wind. Ja, ja. Ich kann mich jetzt nicht darum kümmern. Ich warte hier auf jemanden. Sorgt dafür, dass Oran wieder zu Vernunft kommt. Wie, ist mir egal. Ich werde mal bei Gelegenheit mit Angrim reden. Vielleicht kann der Warlord des Eisenclans ja auch etwas mehr Einfluss auf seine Männer ausüben. Bring. Ah, oh, guck mal, wir haben ja jetzt wieder Punkte. Wir könnten jetzt auch wieder... Oh! Granaten könnte ich noch lernen. Wuchtschlag? Nee. Radestärke, Angriffsstärke. Hm, Nahkampfwaffen? Ja, generell. Die Wucht deiner Schläge. Schwere Waffen. Fernkampfwaffen, das will ich halt noch unbedingt. Das heißt, Geschicklichkeit muss ich noch um 5 hochbringen. Und Stärke eigentlich auch noch. Dann könnte ich hier auf jeden Fall schon mal wieder 2 Sachen machen. Okay, liebe Leute. Das werden wir aber in der nächsten Folge tun. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Nächste Folge gibt es, sobald die nächste Folge da ist. Also entweder heute, wenn ich mich drauf eingestellt habe, 2 Folgen am Tag hochzuladen, oder eben morgen. Aber mindestens täglich. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Für die Leute, die gerne live dabei sind und sich das einmal ansehen möchten, 5-mal in der Woche, guckt einfach rein auf Twitch. Unten ist der Link in der Videobeschreibung. Und dann könnt ihr mitentscheiden und heimlich so kleine Tipps oder kleine, keine Tipps, kein Backseat-Gaming, aber so kleine Sachen sagen. So, Mensch, pass mal auf, pack den mal auf die Liste, weil der ist böse, der ist doof. Oder da hast du was übersehen. Oder Mensch, ich möchte, dass du Kleriker wirst. Das kannst du auf jeden Fall alles auf Twitch machen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Und dann ist es von mir wieder ein recht herzliches Wicke Wicke. Ciao und... Warte mal, sieht man das Winke-Winke dann eigentlich? Sieht man, ne? Hier, hier. Winke-Winke, ciao und tschüss.